Hallo ihr Lieben. So, wöchentliche Wochenend-Video-Haul-Zeit. Ich war mal wieder shoppen. Wir machen jetzt zuerst einen Action-Haul. Und dann war ich noch bei Teddy und ich war bei Kick und ich habe eine ganze Menge Sticker und ich habe eine ganze Menge Blind Bags. Im Kaufland, da hatten die nämlich so ganz süße, da stand 3 Euro dran. Da habe ich zuerst nur 2 geholt. An der Kasse war es dann 1,50. Da musste ich ja wieder zurückrennen und ach, verrückt, ne? Auf jeden Fall habe ich dann noch mehr davon geholt. Die zeige ich euch im nächsten Video zusammen mit Teddy und Kick. Und ja, jetzt fangen wir an mit dem Action-Haul. Ja, war auch was dabei, was für mich jetzt auch neu war. Ansonsten, ja, die Bälle waren ja im Angebot, da habe ich mehrere und lasst euch überraschen, ne? Also wir schauen mal. Wir legen jetzt einfach mal los. Ja, ganz langweilig, ne? Mit wieder mal Duschgel für die Herren. Das war auch irgendwie im Angebot. Ich sag euch, ich fange heute nicht wieder dieses Gedöns mit dem Kassenzettel an. Ne? Das wird ja nie was bei mir. Das dauert ja immer ewig. Wenn ihr Preise wissen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Dann suche ich es euch gerne raus. Ich habe den Kassenzettel. Ne? Da gucke ich drauf. Da, wo ich es weiß, sage ich es euch. Ne? Ansonsten, sonst ist das ja echt, ne, für euch auch nervig, ne, wenn ich ewig da rumsuche. Und deswegen lassen wir das heute. So, wie gesagt, das hier, das war auch irgendwie im Angebot. Also, es war was. 74 Cent oder 79 Cent, so in der Art. Das habe ich dann zweimal mitgenommen für die Herren im Hause. So, dann habe ich für mich hier die Söckchen. Das sind immer 3 Paar. Die habe ich immer im Herbst, Winter, für die Stiefeletten. Ja, finde ich praktisch. Und die sind auch ganz gut. Die sind nicht so eng am Bündchen und die kann man gut nehmen. Dreimal, die kosten, glaube ich, 89 Cent. Einzelne Packung. So, das. Dann habe ich hier die von den Tütchen noch die hier mitgenommen, weil die habe ich noch nicht. Ja, die finde ich echt süß mit den Herzchen. Und da sind dann auch diese Sticker hier dabei, um sie zuzumachen. Ich mache sie halt meistens, muss ich sagen, je nachdem, was ich reintue, mit so, na, ihr wisst, diese komischen Metalldinger, ne, die man dann so zusammendrehen kann. Und dann, oder ein Bändchen drum. Die Sticker nutze ich eher selten. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich Dinge reintue, die eigentlich gar nicht rein sollen. Ja, auf jeden Fall die. Dann habe ich, die habe ich zum Beispiel jetzt noch nicht gesehen. Ich musste ihn wieder kaufen, obwohl ich sie eigentlich gar nicht nutze, aber vielleicht mache ich es jetzt mal. Ne? Hier so einen schönen Planer. Ich fand den total schön. Ist jetzt zwar mal nicht so kitschig, sondern mal erwachsen, aber man kann ja auch mal erwachsen. Ne? Wenn es denn sein muss. Ich hole mal raus. So. Jetzt haben wir draufstehen. Write like no one's reading. Hä? Schreibt wie niemand liest? Like no one's reading. Egal. Okay, innen drin sieht der so aus. Voll hübsch mit den Pünktchen. Ne? Ich stehe ja total auf Pünktchen. Und da sind dann hier noch die Sticker drin. Hier in diesem schönen Metallic, Rosé, also noch mehr. Hier so richtige Planersticker. Und hier mit den Monaten. Candygläser finde ich auch total hübsch. Ja, ist voll niedlich. Lucky, was suchst du denn? Steht hier am Tisch und guckt die ganze Zeit. Nichts für dich dabei, zumindest mal jetzt nicht im anderen Hol schon, mein Lieber. So, die wollen jetzt natürlich mal wieder nicht mehr rein. So, und dann sind die ja hier, diese Einleger, ne? Die sind mit, ja, mit so Bändern halt hier drin, ne? Mit so Gummibändern. Das finde ich halt auch mega praktisch, finde ich besser als so gelochte. Na, da haben wir einmal hier dieses Blankopapier, dann haben wir liniertes Papier. Da draußen los. Liniertes Papier und hier haben wir gepunktetes Papier. Das ist schön für Handlettering und sowas. Ja, genau. Und hier hinten ist dann auch nochmal ein Täschchen, wo man was reinmachen kann. Also mir hat der sehr gut gefallen. Der hat irgendwas über 3 Euro gekostet. Hatte ich auch noch so ein mega geiles Erlebnis. Wir haben uns kaputt gelacht. Also wenn ich mit meinem Mann zusammen shoppen gehe, das ist eh immer recht lustig. Weil der ist dann auch ziemlich bekloppt, ne? Und auf jeden Fall stand ich an dem Regal und vorne stand halt so ein gestreifter Planer. Der hat mir jetzt nicht so gefallen. Und dann das Regal war sehr eng, ne? Also dieses Fach, wo die drin waren. Und ich habe dann halt.
Bella, muss das jetzt sein? Jetzt quietscht die da rum. Ich habe auf jeden Fall dann die rausgezogen, die vorne dran waren, und habe dann den Rosa angesehen, habe den rausgenommen und wollte die dann schön ordentlich nochmal reinmachen. Hinter mir stand die ganze Zeit eine ältere Dame. Und auf einmal macht die so, als ich die dann reinräume, so, dreht sich weg und habe ich gesagt, ist irgendein Problem, ne? Und habe noch so dabei gelacht. Und dann ging sie ein paar Schritte weiter zu ihrem Mann und sagt dann so, jetzt steht die schon 5 Minuten vor diesem Regal. Und dann ich gesagt, ja, und ich bleib auch noch weitere 5 Minuten hier stehen. Ich habe gesagt, hallo? Total verrückt, ne? Und die Leute an dem Gang, die haben sich alle kaputt gelacht, ne? Also dann ist die Wut entbrannt, hat sie den Action verlassen. Selbst die Mitarbeiter haben sich kaputt gelacht. Ja, hallo? Hätte ich alles jetzt einfach da reinwerfen sollen, ne? Und ist irgendwo eine Zeitvorgabe, man darf nur 1,37 Minuten am Regal stehen. Hallo, was soll denn der Scheiß? Also ehrlich. Aber ich fand es witzig. Also wir haben uns lange darüber amüsiert. Alle Leute, die im Action drin waren, war witzig. Jojo. Ja, und dann habe ich noch von diesen Einlegern da, von diesen Nachfüllern geholt. Und warten Sie mal, wartet mal. So, das sind dann einmal diese hier. Hier, das fand ich natürlich sehr passend. I'm not crazy, my reality is just different from yours. Das habe ich dann gleich meinem Mann gezeigt und habe gesagt, das muss ich kaufen, ne? Weil er sagt ja immer, ich wäre verrückt, aber ja. When the roots are deep, there is no reason to fear the wind. Okay, ja, stimmt. So, weil es haben ja immer so was Wahres an sich, ne? Und da auch wieder einmal mit Punkten, einmal Blanko und einmal. Oh, das hier ist sogar Wochenplaner. Oh, das ist cool. Oh, das ist richtig cool. Ja, weil das brauche ich hier auch für den Job. Das ist mega. Sehr, sehr geil. Ja, die drei. Und aber die kann man ja auch ohne diesen Planer nutzen, ne? Also da kann man ja echt variieren. Ich finde das echt ganz hübsch, ne? Also die und dann habe ich noch die hier. Die packe ich jetzt nicht aus, weil das sind nur hier irgendwie so komische, ne, so Bildchen halt drauf. Was ist denn das? Eine ist eine Muschel mit einer Perle. Ich kann es wieder nicht erkennen, weil ihr wisst ja, ne, keine Brille, nichts erkennen. Aber ihr erkennt es bestimmt. Und nachher, wenn ich mir es vielleicht angucke, dann erkenne ich es auch. Ja, das war dieses. Dann habe ich diese Sticker hier. Fand ich so süß. Da alle diese Eis und hier die Ananas und da oben ist noch ein Cupcake mit Gesicht. Und ja, das sind acht Bögen. Und immer halt hier kommt noch eine Banane, die guckt da so raus. Auch niedlich. So, habe ich zweimal mitgenommen. Die haben 49 oder 59 Cent gekostet. Also auch total günstig. So, Sticker. Dann habe ich noch mal Glittersheets mitgenommen. Brauche ich jetzt ja nicht auszupacken. Ne? Einmal in den bunten Farben nenne ich es mal und einmal mehr so in Naturfarben. Bella, hör doch mal auf zu quietschen jetzt. Quietscht hier. Ja, die. Das macht die jetzt extra, ne? Immer wenn ich irgendwas sage, dann macht die das extra. Das ist so unfassbar. Ja, dann habe ich hier die Holzbuchstaben gefunden. Die hatte ich noch nicht gesehen. Und zwar sind die halt zum Teil goldglitzernd und zum Teil farbig. Die fand ich total hübsch. Kann man immer mal schön auf ein Album drauf machen oder sowas. Also die haben mir richtig gut gefallen. Und die gab es dann hier einmal mit dem eher pastelligen und einmal so in kräftigen Farben. Jo, habe ich mir jeweils eins mitgenommen. Ja, da sind auch noch so Pfeile mit dabei. Hier unten sind sie in grün, die Pfeile. Jo, ich fand die ganz süß. Wenn sie das nächste Mal haben, hole ich mir vielleicht nochmal mit, weil je länger ich drauf gucke, desto besser gefallen sie mir. Holzbuchstaben, jawohl. Dann, das hatte ich jetzt schon dreimal in der Hand. Ich glaube, da habe ich jetzt gar nicht. Ah, nee, ich zeige euch erst noch die Schneekugeln. Ich sammle ja auch Schneekugeln. Die habe ich hier sogar im Regal im Wohnzimmer, wo die alle draufkommen. Und es gab wieder neue im Action. Und zwar einmal die hier. Ist die nicht süß? Und mit so einem schönen Glitzerschnee. Die ist doch hübsch, oder? Ja. Unten hier Sternchen drauf noch und Wölkchen, voll süß. Und dann habe ich noch, da kommt gerade mein Sohn nach Hause. Ist der Erste-Hilfe-Kurs schon rum? So schnell.
Okay. Und Sehtest. Hä? Und Sehtest. Und Sehtest. Brauchst du Brille? Ja, auch gut. Er braucht keine Brille. Er macht Führerschein und ja. Jetzt war er. Ja. Kommst du halt nochmal? Ja. Okay, Rainer wollte um 5 ins McDonald's. Bist du bis dahin da? Gut. Ich jetzt Yu-Gi-Oh! Spiel. Okay, hast du. Tschüss. Okay, tschüssi. Ja, genau, macht Führerschein und da war heute in der Fahrschule der Erste-Hilfe-Kurs und genau, halt, ne, was da so nötig ist. Ja, und er ist jetzt so ein Nerd, ne? Fährt er in Comicbuchladen nach Saarbrücken und geht noch Yu-Gi-Oh!-Turnier spielen. Das macht er jeden Samstag. Na, was soll's? Wenn es ihm Spaß macht, ne? So ist bei uns jeder in der Familie ein bisschen anders bekloppt. Ja. Zurück zu den Schneekugeln. Also hier habe ich dann die noch mit den Flamingos, finde ich auch total süß. Guck mal, wie lieb sie sich haben. Echt niedlich, ne? Das sind doch außen dann noch so Flamingos drauf. Ja, die kommen jetzt auf mein Regal. So, und dann jetzt nochmal zu dem Thema von eben. Ich muss auch gerade was trinken. Zu dem Thema von eben. Dieses Ding hatte ich jetzt schon dreimal in der Hand und habe es nicht gekauft. Heute habe ich es gekauft. Und zwar dieses hier, also dieses Braiding Bracelet Set. Ich fahre euch mal ein bisschen hoch. So. Weil ich mache ja auch die letzte Zeit halt öfter mal, ne, wenn ich abends hier sitze, hier solche Armbänder mit so Makramee-Knoten und so Bella! Mit so Makramee-Knoten. Und mich nervt das halt immer, dass ich ja immer das Band so aufkleben muss. Und hier ist halt dieses Ding dabei, wo man das, ne, festmachen kann. Und sowas hat mir gefehlt. Ich habe es eigentlich nur deswegen gekauft. Natürlich auch wegen der Bänder, was ich hier mitmache, die werde ich irgendwie, weiß ich noch nicht. Kriegt jemand geschenkt, ne? Weil die brauche ich halt nicht. Dann mache ich ja nicht rein. Aber das und die Bänder, das brauche ich schon. Und deswegen habe ich es mitgeholt. Irgendwas um die 5,95 oder so hat das ganze Set gekostet. Ja, genau. Das ist das. Das muss ich jetzt mal da hinten hinlegen, weil das hat hier keinen Platz. Dann habe ich nochmal einige von diesen Bommel oder Noppen oder was auch immer Bändern, weil das letzte Mal gab es sie ja nur in Pink und heute waren dann alle Farben da und da habe ich bis auf Pink mir auch von jeder Farbe zwei mitgeholt. Und dann müsste jetzt noch irgendwo eins von den Türkisen sein. Warte, genau da ist es. Ne? Ich finde die sehr schön, die sind halt nicht so groß und ja, ne, hatte ich euch das letzte Mal schon mal ein bisschen runtergezogen. Also die sind echt, echt hübsch. Preis, weiß ich nicht, 50 Cent oder so. Noch 49 oder 59. Ich glaube 49, glaube ich. Ja, daran habe ich geholt. 1, 2. Einmal hier den Schlüsselanhänger mit dem Meerjungfrauenschwanz. Fand ich mega süß. Die kosten 99 Cent, das kann ich euch sagen, ganz kuschelig. Ja, und ich finde das halt schön, wenn man da dann noch irgendwie ein schönes Harzteil draufhängen lässt. Und ja, niedlich, ne? 99 Cent. Und genauso hier, die finde ich ja noch niedlicher, ne? Das Einhorn mit dem Gesicht und diesem Holo. Und das hat dann auch noch die Füße hier so runterhängen. Ja, voll süß. Das habe ich einmal in Weiß geholt und einmal in Rosa. Und in Rosa ist auch dann der Anhänger Roségold. Ja, die sind voll hübsch, ne? Was gab es denn noch? Flamingos, aber ich bin kein so Flamingo-Fan. Also erst bei der Schneekugel war das in Ordnung, aber ansonsten muss ich nicht zwingend haben. So, dann habe ich hier diese Lollboxen. Ich hatte die bei der Swanzi gesehen, Timotenko. Die hatte ja so einen Kampf damit, ne, die aufzukriegen. Ich bin froh, dass sie den Kampf hatte und nicht ich. Weil ich weiß ja dann jetzt, wie es geht. Ich hoffe, ich habe aufgepasst. Wartet mal, das war doch irgendwie. Die müssen erst alle hoch, ne? Und dann muss man, hier steht 1, 2, 5, also 1, 2, 5 muss man runter machen und dann hier reindrücken und dann geht's aus. Bei mir geht das ganz schnell, komisch, ne? Danke, Swantje, dass du den Kampf gehabt hast und ich jetzt wusste, wie es geht. Ne? Und ich fand das halt so schön mit den Schubladen hier. Da kann man so Kleinkram reinmachen. Und ja, ist echt hübsch. Die kann man auch ganz rausziehen. Ne? Also finde ich super schön, super praktisch. Habe ich zwei mitgenommen.
Ja, super, die ist schon kaputt. Ne, muss ich nur noch mal festkleben. So, genau. Hier ist sie wieder zu. Einmal in dieser Farbe habe ich ihn mitgenommen. Das ist bei mir auch, weil ich halt öfter, wenn ich hier mit Perlen was hier unten mache, und da brauche ich nicht immer die ganzen Boxen mitzuholen, ne, sondern schmeiße halt alles, was ich brauche, in so ein Köfferchen rein und super, ne, passt dann. Also einmal den, und dann habe ich ihn einmal hier in rosa mit den Kakteen. So sieht das dann aus. Dann habe ich, die habe ich auch bei Das waren die gesehen. Ich bin ja normal kein Halloween-Fan, aber die fand ich echt mega süß. Also diese Becher hier mit den Füßen und was jetzt? Okay. Das sind irgendwie Marshmallows drin. Hä? Leute. Wie bescheuert bin ich? Und da liegen echt 20 von den Dingern. Und ich greife einen, der leer ist. Ernsthaft? Super. Naja, macht nichts. Also man kann den halt auch als Trinkbecher verwenden, ne? So rum hinstellen. Hier, das könnt ihr abmachen. Da kann man einen Strohhalm durchstecken und als Trinkbecher benutzen. Man kann aber auch sonst was reintun. Ich bin hier so bescheuert, oder? Ciao. Das habe ich nicht gemerkt dort, ne? Vor lauter Wühlen und Suchen gibt es doch gar nicht, ne? Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich dann auch noch den hier. Der ist voll und die sind einzeln verpackt, ne? Diese Marshmallows, die da drin sind. Ein bisschen ärgert es mich jetzt schon, ne? Naja, jetzt ist es so. Ich fahre jetzt nicht mehr. Das sind jedes Mal 20 Kilometer. Also ich fahre nicht nochmal dahin, deswegen. Ist dann jetzt so. So, dann habe ich auch bei der Swantje hier gesehen. Die Swantje hier hat mich jetzt echt, ich wäre vielleicht sogar gar nicht gefahren heute, ne? Aber ich musste ja unbedingt diese Lockstars haben. Ja, die sind voll, voll niedlich. Ich habe halt mir also zum einen mal den Kaktus, den finde ich extrem süß. Dann habe ich hier die Katze, die ist doch auch super süß, oder? Dann hier den grimmigen Kerl, der so ein bisschen teuflisch aussieht mit den Hörnern. Vielleicht ist es auch eine Kuh oder ich weiß es nicht. Und dann den hier, was auch immer, das sieht so eher so, sind Neandertaler-mäßig, ne? Sieht so, hat so eine Klamotte an wie der Fred Feuerstein so ein bisschen. Nur in Gelb, nicht in Orange. Und dann noch den süßen Roboter. Und für die, die es bei Das Warentier noch nicht gesehen haben, mache ich auch mal eins auf. So. Also, da habt ihr zum einen, bleib liegen, zum einen, hallo, sorry, wird laut. So, zum einen dieses niedliche, niedliche Kerlchen hier. Da habt ihr dazu dann diese Schlüssel. Sag mal, bin ich doof? Warum gehen die nicht raus? Oh Mann, es muss doch in jedem Hall irgendwas sein, was ich nicht auf Anhieb hinkriege. So, also Schlüssel. Schlüssel rein, umdrehen, Schloss auf. Tada. Und dann kann man die sich irgendwo dran baumseln. Ne? Die sind total süß. Und man kann hier unten, ne, gehen die auch noch auf. Da ist dann noch irgendwie so ein kleines Anhängerchen mit drin. In diesem Fall ist es, was ist denn das? Eine Schraube, glaube ich. Jo. Also immer so passend zu dem Tierchen dann. Ich mach's mal wieder rein. Komm, geh rein. So, zu. Und dann ist noch mit dabei hier noch so ein kleines Dingelchen. In dem Falle ein Bärchen. Ich lasse das jetzt mal drin, sonst ist es nachher weg. Und noch ein Schlüssel. Und dann gibt es auch immer noch so ein geheimes Dingelchen. Und das ist in dem Fall hier. Oh, eine sehr wütende Katze. Und die kriegt man einfach so hier auf, ohne Schlüssel. Und da kann man die kleinen Teile dann reinmachen. Und dann eventuell, wenn man das möchte, das Ganze so zusammen. Tada.
Da kann man die Schlüssel noch dran machen. So, dann machen wir zu. So, und dann das Ganze hier irgendwo hinbamseln. Ne? Voll niedlich finde ich die. Ja. Echt süß. Ich hänge es mal so. Ja, das sind die Lockstars. Ich muss hier mal ein bisschen Platz machen, Leute. Weil ich habe ja jetzt noch Blindbags hier. Ach so, ich hatte ganz vergessen, ich habe auch noch Putztücher. Die waren im Angebot 67 Cent, zweimal diese XL und zweimal diese Haushaltstücher mit Zitronenduft. Die anderen riechen nach Apfel. Warte, ich riech mal. Ich hatte die nämlich noch nie. Ich habe sonst immer die aus dem Lidl. Oh ja, die riechen mega. Ich stehe ja so auf Zitrusduft. Und die... Oh, die riechen auch, aber dezent nach Apfel. Aber die riechen wirklich nach Apfel. Weil die aus dem Lidl, diese, wie heißen die, W5 oder so, oh, die gammeln, ne? Ey, das geht ja gar nicht. Boah, ja. Und hier habe ich nochmal von dem Decoupage-Papier. Möchte ich halt zum Einpacken benutzen. Hatte ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, weil mir das echt gut gefällt. So, dann habe ich die Bälle. Die waren ja im Angebot diese Woche für 2,89 Euro. Deswegen durften... 3 mit, ne? Weil bei vorher 3,99, jetzt 2,89 habe ich ja einen im Prinzip umsonst. Ja, ja. Ganz schöner Schaden, ne? Aber ihr wisst ja schon. So, los geht's wieder. Jetzt kann ich mich wieder von neuem ärgern, dass da immer so viel Plastik drum ist. Ich kann es aber auch einfach mal lassen. So, einmal. Ich hätte mir ja heute eine Mülltüte daneben machen sollen, dann wäre es noch einfacher gegangen. So. Zweimal. Ich schmeiß einfach alles unter mein Stativ. So, klappe die auf und dann gucken wir mal. Fach Nummer 1, wieder so ein Clip, diesmal ein Kussmund. Finde ich, könnten sie sich sparen, aber ist egal. Irgendwo kann man die auch noch dran klippen. So. Fach Nummer 2 geht nicht auf. Das geht ehrlich nicht auf. Doch jetzt. Oh, guck mal. Ist das niedlich. Kann das auch noch was? Nee, das ist einfach nur hübsch. Oh, so einen hatte ich noch nicht. Der ist süß. Oh, da freue ich mich. Ja, warte, ich mache die Lockstars mal weg hier. Kann man ja nichts mehr hinlegen. Die sind so sperrig. So. Einmal das. Ich habe euch ja auch viel zu hoch. So, jetzt. Ja, Stativ macht sich wieder irgendwie hier die Halterung oben selbstständig. Oh, eine schöne Schleife für die Haare. Kann man auch schön irgendwo dran klipsen. Oder wenn die Jenny mal nochmal in die, ne, Jenny, Jenpen, nochmal ein Paket von mir kriegt, dann habe ich schon wieder was für die Elaine. So, was haben wir denn hier? Och, nö, guck mal, ist der nicht niedlich. Der Pilzi. Und ich glaube, wartet mal, wenn ich mich nicht irre, müssten die Farbe verändern durch Wärme? Nee, doch nicht. Dann sind es andere. Aber der ist doch süß, oder? Also ein Pilzi. Muss noch eins da sein, ne? Ja. Und hier haben wir... Was ist das? Warte mal, ich mach mal den leeren Ball hier weg. Was ist denn das? Das ist ein Armband oder was? Ah, das ist so ein Clip-Armband. Och, süß. Guck mal. Voll niedlich. Passt mir das auch? Jo, bisschen eng, aber geht. Nee, ziehe ich natürlich nicht an, ne? Aber das ist doch süß. Ja, hübsch. Schön. So, das war Ball Nummer Uno.
Ball Nummer 2. Zack. Zack, sag mal, ihr Hunde, muss das jetzt sein? Die kämpfen da gerade neben mir. Das ist dezent nervig. Leute. So. Also, Ball Nummer 2. Wir legen hier los. Ich befürchte das gleiche drin. Ne? Nochmal die Schleife. Hier. Oh, was ist das? Was ist das? Sticker! Sticker, Sticker, Sticker. Oh, guck mal. Und die sind irgendwie so, so beflockt. Oh, ein Pinguin. Ein Faultier. Und ein Hase. Oh Gott, die sind ja süß. Total niedlich. Nochmal ein Pilz. Ist das der gleiche? Nee, andere Farbe. Ja, andere Farbe. Ein bisschen zumindest. Pilz. Oh. Eine große Glitzer-Pailletten-Stoffschleife auch für die Haare. Cool. Sehr schön. Sehr, sehr hübsch. Und hier haben wir noch mal so ein süßes, aber ein anderes Einhörnchen. Ist das ein Schweinhorn? Guck mal, das hat eine Schweinenase. Ein Schweinhorn oder ein Schwägersuss? Ich habe mal Schweinhörner und Schwägersusse. Habe ich mal. Oh, jetzt kommt die Post. Moment, ich drück mal auf Stopp. Moment. So, da bin ich wieder. War DHL, der hat mir ein Riesenpaket gebracht, ein schweres von der Jenny Tauschpost. Das heißt, es wird doch noch ein, also heute mache ich ja nichts anderes als Videos drehen und hochladen. Das war dann der Plan für meinen Tag. Verrückt. So, wo waren wir? Wir waren hier, war das leer? War das leer? Ja, das war leer. Genau. Genau. So, dann nehmen wir den nächsten Ball. Machen wir ein bisschen schneller. Wo ist er? Hier. So. Wo ist es denn? Hier. Tadam. Oh, hier sieht's aus. So. So. Komm schon. Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr Interesse habt, dass ich euch mal so ein Armband-Makramee-Knoten-Tutorial mache, weil mir ist aufgefallen, ich habe kaum welche auf Deutsch gefunden. Die sind alle auf Englisch, Spanisch, was weiß ich. Ne? Und ja, manchmal sind die, seid ihr ja doch ganz froh drum, wenn man sie auch mal auf Deutsch hat. Ich glaube, die habe ich schon beim letzten Mal drin gehabt. Aber ich meine, da hätte gestanden Farbwechsler. Ja, wahrscheinlich ist meine Hand nur nicht warm genug. Ne? Also nochmal diese süße Meerjungfrau. Dann. Oh, ein Regenbogen. Der ist aber jetzt hübsch, ne? Den finde ich echt hübsch. Auch so ein Clip, ne? Dann haben wir nochmal Sticker, oder? Was haben? Ja, aber die sind jetzt nicht so dolle. Also ist einmal hier eine Sonnenbrille, ein Regenbogen, der ist hübsch, und ein Eis. Das sind Puffy-Sticker. Ja. Die. Zwei, drei. Und das. Nochmal. Oh, ist das niedlich. Eine Haarspange hier mit dem Einhorn. Oh, wie niedlich. Und Pailletten. Voll schön. Also wie gesagt, als Haarspangen würde ich die nicht benutzen, aber die kann man super schön irgendwo an der Post dran machen. Echt hübsch. Und
Und nochmal die große. Jo. Also ich finde, Entschuldigung, ich finde die gar nicht so schlecht, die Bälle. Ja, also eine Sache ist eigentlich immer drin, die mir, ne, so recht unbrauchbar ist, aber die anderen, das finde ich okay. Ja. Und 2,89 ist auch okay, also absolut okay der Preis. Und jetzt, ich habe keine Ahnung, ihr Lieben, was das ist, aber es erschien mir irgendwie niedlich. Und zwar sind das irgendwie so Badewannen. Und wenn ich das hier irgendwie richtig verstanden habe, ne, ist da ein Baby drin mit einer Windel. Und wenn man die dann ins Wasser hält, also wenn man dann Wasser in die Badewanne macht und hält das Baby da rein, dann wechselt die Windel die Farbe. Niedlich. Wir gucken uns das an. Oh je, ich krieg's nicht auf. Warte, Schere. Schnibbelibib. Schnibbelibib. So. Ach komm schon, sei doch nicht so störrig. Geh einfach. So. Aber immer wenn es so spannend ist, kann ich gar nicht reden. Wenn ich nicht weiß, was da rauskommt. Ich hoffe, dass da jetzt nicht nur die Windel drin ist. Das wäre ja wohl bescheuert. Nee, macht ja keinen Sinn. Da, Baby Secrets Collector's Guide. Singlepack. Ne, gucken wir jetzt erstmal noch nicht rein. Das ist also auf jeden Fall schon mal mehr Papier als sonst. Oh, als sonst irgendwas. Das Baby hat jetzt nicht ernsthaft Flossen an, oder? Guckt euch das an. Irgendwie schon ein bisschen spooky, oder? Das Gesicht. Die riesen Augen, der flache Schädel und dann die Flossen. Bekloppt. So, ich stelle es mal in die Badewanne. So, gucken wir mal, ob das in dem anderen, ich habe zwei Stück geholt, ob das andere vielleicht ein bisschen hübscher ist. Oder ob die alles, weil da gibt es auch wohl welche mit Haaren, so wie das da aussieht. Das hier ist ja echt... Ja, schon niedlich, ne? Aber auch ein bisschen hässlich. Ja. So. So. Ich weiß nicht mehr, wohin mit dem Abfall. Okay. Oh Leute, die sind voll lustig. Ich finde die voll lustig. Guck mal. Der hat voll die Schüssel auf dem Kopf, aber der ist hübscher. Der hat auch hier, der hat Haare. Und hat keine Flossen an. Der hat voll die Schüssel auf dem Kopf und einen Löffel in der Hand. Auch die sind ja so süß. Die haben 1,99 gekostet. Also ich kann euch schon sagen, dass das nicht die letzten waren, die ich mir da geholt habe. Die sind echt geil. Ah. Voll die. Und das ist so richtig Hartgummi, ne? Die sind doch krass, ey. Süß. Ja. So, mache ich auch dahin. Und irgendwie war ich der Meinung, ich hätte auch noch ein ne? Ha! Metal Pony Blindbag, aber es kann sein, dass der mit in, irgendwie in die andere Tasche vom von Kick und so gewandert ist. Werden wir gleich sehen, ne? Also ich mache das jetzt hier erstmal, dieses Räum hier auf, ne? Lade dieses Video hoch, weil sonst habe ich nicht genug Speicherplatz. Und dann drehe ich das nächste. Das ist dann, ich weiß jetzt nicht, was ich zuerst mache, weil das Paket wäre ja schon spannend, das aufzumachen, ne? Ich überlege, ihr werdet überrascht, ja, ich überlege, was ich als nächstes mache. Entweder Kick und Teddy Haul oder das Paket von der Jenny. Lasst euch überraschen. Bis gleich. Tschüss.